Ja, schönen guten Abend. Wir sind wieder in unserer Serie. Ich wollte eigentlich weitergehen mit diesen zwei Linien von Rabbiner Lichtenstein und Rabbiner Weiner. Worten haben wir als Benoach. Aber ich glaube, wir haben uns die Kaschrut-Bereich noch nicht abgeschlossen. Wir hätten uns Fleisch beenden und festgestellt, falls jemand als ideologischer Benoach hat keine koschere Fleisch, dann es wäre es besser als vegan, verhalten sich. Ja? Also es ist weniger Verbote, schafft man. Wir sagen, dass die Benoach eigentlich sollten seine eigene Kaschrut schaffen. Und verpflichtet man nicht, die genaue Niveau als jüdische Kaschrut erreichen, aber doch muss man aufpassen und nicht sagen, okay, ich bin frei und ich esse nicht nur die Organe von Lebendigen und das ist reicht. Das genug. Ich habe gesagt, dass die sieben machitische Gebote, die sind Gruppen, die Säule sozusagen, ja, die große Einrichtungen. Ämter, die haben Branche und noch viel weiter. Also, wir hatten uns über Fleisch bereden, Milch haben wir bedecken, ja. Was ist geblieben? Fische und Kleinigkeiten, ja. Okay, die Fische. Die Fische ist es relativ einfach. Ja, die Tora sagt, die jede Fisch, der hat Schnupfen und Saphir, sagt man, Schuppen und Flossen. ja, die Füßen, ja, also die Ja. beiden. Ja. Talmud sagt etwas interessant, dass eigentlich ist es genug nur eine Zeichnung. Das heißt, die Schnupfen. Die Das Schuppen. heißt, jede Fisch, der trägt Schuppen, automatisch hat die zweite Zeichnung. Nur, die Frage ist, wie sollte diese Schuppen aussehen? Ich erzähle eine sehr, sehr lustige und interessante Geschichte wegen die schwarze Kaviar. Kennen Sie die Kaviar, die russische Delikatesse? Ja. Okay. Wir haben uns gesagt, dass die grundsätzliche Regel im Kaschrut, alles, was rausgeht von koscherem Tier, ist koscher. Alles, was rausgeht von unkoscherem Tier, ist nicht koscher. Ja? Das heißt, die rote Kaviar ist klar koscher, weil er kommt von koscherem Fisch, von Lachs, von Salmon. Ja? Also eigentlich Kaviar, das ist die Eier von die Fisch. Ja? Also gibt es mehrere, wenige. Also diese Kaviar, es ist, trägt gewisse Geschmack und auch kann man fühlen, gewisse Gefühle. Ja, es war gut, frisch und so weiter. Also mit rote Kaviar ist es keine Frage. Aber echte Kaviar, was die russische Küche gemeint, das ist die schwarze Kaviar. Das heißt, die schwarze, kleine Schweizer Eier. Und wenn Sie vergleichen die Preise heute in unsere Supermärkte, die schwarze Kaviar ist deutlich teurer. Ja. Warum? Was glauben Sie? Warum so Ungleichheit? Ja? Es ist nicht wie Diesel und Benzin. Die Differenz ist zwei- oder dreifach mal. Ja? Warum die schwarze Kaviar so teuer? Die Antwort ist ganz einfach. Die rote Kaviar und Lachs und Salmon als Fisch ist sehr, sehr gewöhnlich. Und die Herkunft für schwarze Kaviar ist relativ seltsam. Dieser Fisch
relativ seltsam. Okay? Und deswegen es ist teuer. Also die klassische Vorstellung für jüdische Kaschut, für jüdische Küche, rote Kaviar ist im Ordnung, schwarze Kaviar nicht. Aber wir finden eine sehr, sehr Geschichte wie ein Detektiv von 19. Jahrhundert, wo diese Geschichte die ungarische Juden probierten, die schwarze Kaviar koschen. Das heißt, in dem Anfang 19. Jahrhundert, sie haben geschickt, sogar Ende 18. Jahrhundert, sie haben geschickt an der Judah, Rabbiner Lando in Prag, eine Anfrage. Das ist genau die Response-Literatur, kennen Sie? Ja? Dass die Leute schreiben einen Brief. Kein SMS, kein WhatsApp-Nachricht, echter Brief. Und manchmal Brief kann eine Geschichte, ein Roman sein, die Frage. Und ja, Antwort noch mehr, ein Buch. Ja? Also das ist die klassische jüdische Einstellung. Also sie haben geschickt eine Frage, ob die Fisch, der ist der Grund für diese schwarze Kaviar, koscher ist. Die Fisch auf Jiddisch heißt Stirn. Mhm. Also das ist die bekannte Geschichte, schauen Sie im Internet, mit Nabelmetalle. Ob die, das heißt Stirl-Kontroverse, diese Geschichte, das erzähle ich, ob Stirl koscher ist. Und noch nicht nur die Frage, haben Sie geschickt einen Brief. Also das war eine, nicht Päckchen, sogar Paket. Sie haben zwei Beispiele von dieser Fisch geschickt zusammen mit Brief. Was kann man rausziehen und nachvollziehen von dieser Frage? Die ganze. Sie wollten positive Antwort bekommen. Verstehen Sie? Mhm. Wenn du echt fragst, die Frage, du fragst die Frage. Aber sie hatten noch Beispiele, zwei Fische in mein Paket geschickt. Aus Budapest nach Prag. Und sogar zum Verstärken die Case, die Geschichte sozusagen, zum Verstärken die potenzielle Wahrscheinlichkeit zur positiven Antwort, in die Frage steht die, ein Absatz, der sagt, dass die türkischen Juden in Türkei hielten diese Stirl-Fisch als koscher. Also es ist mehr von einem Hinweis, sogar zwei, mhm, dass sie befragen und wollen gewisse Antworten bekommen. Kennen Sie diese Art? Ja, die Leute fragen und von der Frage, ich verstehe, was wollen sie hören. Ja. Das ist ganz, ganz jüdisch. Ganz als menschlich. Also es ist klare Aussage, Herr Rabbiner, liebe Rabbiner, sagen Sie uns ja. Wir wollen ein bisschen die ungarische Nichtjuden auch schwarze Kaviar zu essen, ein bisschen. Also, und weiter gibt es viele, viele interessante Versionen. Nach einer Version, Rabbiner Lando und Nadab Yehuda, das ist sein Buch, deswegen manchmal sagt seine Nachnamen, manchmal seine Titel. Von diesem Buch ist es egal, es ist die gleiche. Die erste Version, er sagte nein. Das ist unkoscher. Diese Stiere, Fisch und die Konsequenz, vergessen Sie von der schwarzen Kaviar. Geht nicht. Die zweite Version ist, dass er hat erlaubt und sagt, na gut, das ist koscher. Die Konsequenz, bitte schon, essen Sie gerne diese schwarze Kaviar. Die dritte Version sagt etwa dazwischen, dass er hat diese zwei Fische, das heißt getrocknete Fische, es war kein Aquarium mit dem Wasser, ja, es war ein Paket, alte DHL, ja, also er hat diese zwei Fische im Wassertopf etwa
geblieben für eine Nacht. Und dann, nach den 24 Stunden, er hat die Schupfen gesehen. Das heißt, diese eigentlich die rabbinische Disput wegen dieser Fisch und andere Fische, ob diese spezifische Fische oder anderen doch tragen die Schupfen. Also er hat gefunden die Schupfen. Eigentlich diese Fisch, er hat sehr wenig oder kaum Schupfen. Also nach dieser Geschichte, es wurde beschlossen in der rabbinischen Welt, dass die Mehrheit von den Fischekörpern soll die Schupfen tragen. Nicht die Halt und nicht die Minderheit. Die Mehrheit. Okay? Soll nicht die ganze Fisch sein, aber Mehrheit. Ja? Gewisse Mehrheit. Und diese Stiere, Fisch, trägt wenige Schupfen, Minderheit und auch die war sehr, sehr stark verbunden mit dem Fischkopfer. Also sollte man mit Kraft und Messer trennen, diese Schupfen. Oder, was hat Rabbiner Lando gemacht? Im Wasser geblieben. Zum gewissen Stunden. Okay. Also, tatsächlich, die Frage wurde nicht beantwortet. Dann, in Mitte 19. Jahrhundert, gibt es eine liberale, reformistische Rabbiner, der heißt Ben-Hurin, im Arad, Oradea, heutzutage Rumänien, damalige Ungarn. Und er hat geschrieben, dass er auch gefragt diese Frage wegen der Stierelfisch, das heißt wegen der schwarzen Kagan, im Deklamen, und hat er eine positive Beantwortung bekommen von Rabbiner Landau aus Prag. Das ist eigentlich die Quelle für die Version Nummer 1. Ja? Diesen Nachweis, gewisse 30, 50 Jahre, der Rabbiner Landau schon nicht im Leben. Muss man verstehen, schon verstorben. Und seine Nachkommen, seine Söhne, die sind auch Rabbiner, sagen, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir verweigern diese Möglichkeit. Er hat nicht erlaubt. Dann Rabbiner Ben-Hurin sagt, ich habe eine Kopie von dem Brief aus Prag. Das heißt dann, in diesen Zeiten, das war keine Kopiemaschine, ja, keine Xerox, und Leute hatten handgemacht Kopien von den Briefen, von den Büchern, alles, was sie wollen. Ja, also diese Sofer, Schreiber, dieser Beruf, ja, es war teilweise nicht nur die Torah-Rollen schreiben oder Mesozot, auch Kopien machen. Von den Büchern, von den Briefen, Dokumenten. Kennen Sie von 70er die Kopiepapiere? Schwarz, blau, ja? Dass jemand, die Maschinist hat, viele Kopien gleichzeitig geschafft. Das ist schon spätere Entwicklung. Aber früher einfach hat man gesessen und geschrieben eine Kopie, Buchstabe nach Buchstabe. Dann sagte er, ich habe eine Kopie. Die jüdische Welt war ganz die gute Frage. Gut, zeig uns diese Kopie. Wir wollen diese Kopie schauen. Er sagte, ah, diese Kopie hat verloren. Habe ich verloren. Dann, diese Kopie hat im Brand verlieren. In kurz, er hatte keine Kopie. Es war seine Erfindung. Also, die Ende der Geschichte ist folgendes. Rabbiner Landa Nadab Yehuda hat nicht positiv geantwortet. Dieser Stierelfisch ist verboten für uns. Und auch die Tradition von türkischen Juden irgendwie mit dieser
mit diesem Disput, mit dieser Kontroverse auch hat verstorben, diese Tradition. Zu heute, heutzutage, türkische Juden auch essen keine schwarze Kaviar und keine Stierfisch. Aber die wichtigen Konsequenzen von dieser Kontroverse sind folgendes. Die Schnupfen sollten, wie gesagt, Punkt Nummer 1, Mehrheit von den Köpfen bedeckt. Zweitens, sie sollen ganz einfach getrennt sein. Einfach mit Hand und Messer. Falls muss man im Wasser oder andere Flüssigkeit eine gewisse Zeit abwarten, dann es gilt als die Teil von dem Kopf. Also Übersetzung keine Flüssigkeit. Okay. Also in diesem Fall Stierfisch, das heißt, könnte man anderes trennen, diese Flüssen, also, aber es kommt mit einem Teil von Haut. Ja? Und dann ist es natürlich klar, es ist Teil von dem Fisch. Ist nicht, es soll äußerste Teil sein, ja? Ganz raus. Ja. Okay, und dann, also die Lustigkeit, die Geschichte, dass die Juden wollten auch nicht, etwa nicht koscher, aber die Delikatesse essen, diese Kontroverse hat uns bis zu heute bedient, was heißt koscherer Fisch, die genauen Kriterien. Ja? Also auch die Kapazitäten, auch Qualitäten dieser Flüsse. Ja? Also zum Schluss, im Torah steht kein Name von koscheren Fischen, weil es gibt Tausende. Ja? Auch koschere, auch unkoschere Fische. Muss man verstehen, in jeder Territorie, in jedem Wasserareal laufen verschiedene Fischearten. Das heißt, gibt es viele Fischenamen, die haben kaum Übersetzung von Englisch ins Deutsch, ins Russisch, Arabisch, Hebräisch und so weiter. Ja? Weil sie befinden sich nur dort. Zum Beispiel gibt es in einer Ecke, wo ist Israelland und Ägypten, eine sehr, sehr bekannte Fisch, koscher, billig, der heißt Nesichat Nilus, eine Nilus-Prinzessin. Ja? Es ist etwa einfach, billig, nicht genau geschmackt, aber nur dort. Nicht in Europa, nicht in Großbritannien, nicht in Amerika. Und kann man das nicht übersetzen, weil das ist eine lokale Fisch. Im Fisch gibt es viele lokale Namen. Ja? Also zum Beispiel Karp oder Lachs, das ist ein relativ gewöhnlicher Name. Die befindet sich auch in Alaska, auch in Russland, auch da und dort. Ja? Aber gibt es viele, viele Fische, gleich koschere und unkoschere, die sind lokale Fische. Nur in diesem Fluss, nur in diesem Meer und so weiter. Ja? Also, dass diese Stierlaufidisch, das ist eine Fisch, der, passen Sie auf, heißt auf Russisch Sterlet, Stierlaufidisch, nur im Russland und nur in zwei Flüsse. Im Wolga und noch eine, noch östliche. Schluss. Deswegen ist es so teuer. Das ist eine relativ große Fisch. Kann halb Meter, ein Meter sein. Aber es ist nur in zwei Flüsse befinden sich. Ja? Nicht in Westeuropa, auch nicht im ganzen Osteuropa. Also deswegen, heute haben wir künstliche Kaviar. Kennen Sie? Ja. Dann ist es deutlich billiger. Und dann kann man finden auch schwarze, koschere, künstliche Kaviar. Verstehen Sie? Weil es kommt, von welchem Stoff kennen Sie? Von Kohl. Es ist von Kohl. Ah ja. Ja, okay. Aber wieder. Mit Aromen, mit gewissen Aromen. Aromen ist es, diese Zutaten für Geruch, ja, für Geschmack, für die Farbe und so weiter.
es riecht genau wie echte Kaviar. Kann man vergleichen im Markt. Gleicher Geruch. Ja? Aussieht ein bisschen anders. Die echte Kaviar ist es, die Eier sind relativ ein bisschen größer. Aber technologisch kann man auch die künstliche schwarze Kaviar auch größere Eier schaffen. Keine Frage. Ja? Also, wieder mit diesen Fischen, nach dieser Kontroverse mit Styrelfisch, gibt es eine Humra, eine Verstrengung im jüdischen Kaschut, der sagt, dass wir essen die Fische nur deren Fische, wir sehen in unseren Augen die Flüsse, so, die Schupfen. Ja? Weil genau wie diese Stiere, es war ein bisschen wenig und dann musste man einen Trick schaffen. Ja? Also gibt es die Leute bei uns, die essen zum Beispiel Sprotten, ja, gerüchte Sprotten, dann sieht man die, ja. Aber Konsequenz ist zum Filet. Die Leute konsumieren keine Filet, egal welche. Ja, auch Forellfilet, auch Lachsfilet, sie essen nicht, ja, weil sie gehen wieder, es ist eine Strömung, ja. Es ist Hunger, muss man nicht unbedingt auf diese Linie gehen, aber ich nur erzähle, woher kommt, was ist die Herkunft von dieser Anstrengung, ja? Also, aber wieder, gibt es so viele Fische, das ist überhaupt kein Problem, ja? Muss man auch bemerken, dass wegen dieser lokalen Fische gibt es in fast jedem Land seine eigene Koscherliste für Fische. Zum Beispiel im deutschen Koscherliste steht 37 Fische. In Großbritannien steht 164, oder so. Verstehen Sie deutlich mehr? Ja. Weil es ist eine Insel. Ja. In Amerika, in den USA, ich habe gesehen eine Liste um 200. Weil es ist viele, viele Okeanos, ja. Die Karibische Meer, Mexikanische Golf und so weiter. Und so, ohne Ende. Also gibt es viele, viele lokale Fische in Alaska, ja. Die nur im amerikanischen Koscherliste. Ich habe keine Ahnung, was ist das, was ist diese genaue Fische. Nicht der Geschmack, nicht der Name, aussieht gar nichts. Ja? Also, das heißt, wir konsumieren die normale Fische, gewöhnliche Fische. Forell, Lachs, also gibt es keine Probleme mit getrockene oder geruchte Fische, ja, wie Sprotten, ja, Skumbrie, Kampala, wie heißt das auf Deutsch, Makrelen, ja, also sieht man, das ist koscher, ja, aber wieder, was interessiert uns, das ist die Konsequenzen, wie Kaviar, rote oder schwarze Kaviar. Gibt es die einige Rabbiner, die auch verbieten, die künstliche schwarze Kaviar konsumieren, weil es sieht aus, dass du isst echte Kaviar. Es sieht aus, Marit ein, ist eine, ja, eine Möglichkeit, dass die Leute können für dich ein böses Beispiel eine kopieren dich, ja. Also die gleiche gilt, kennen Sie für die künstliche Krabben, gibt es auch künstliche, also gibt nach dieser Anstrengung auch künstliche Krabben sind verboten, ja. Mit Sushi, was denken Sie über die Sushi? Das kommt ja eigentlich auf die Zutaten an, also was genau jeweils drin ist. Genau, mit Sushi. Also wenn ich jetzt ein Sushi mit Lachs mache, müsste es eigentlich in Ordnung sein. Ja, ja, genau. Im Sushi ist es sehr, sehr interessant. Es ist oder schwarz oder weiß. Oder völlig koscher oder völlig unkoscher. Wenn es ist etwa normal nach unserem Geschmack, das heißt Reis mit Lachs zum Beispiel oder Thunfisch, keine Frage. Ja?
oder Gurken oder weiß nicht was, Avocado, alles gut. Sozusagen. Und wenn es ist nichts, also mit viel mehr Frucht, dann ist es eine Katastrophe. Dann ist es ein Verbot vom Torah. Ja? Also in Sushi es ist oder alles gut oder alles nicht gut. Keine dazwischen. Muss man einfach aufpassen. Ja? Aber prinzipiell wieder gibt es koschere Sushi auch in Deutschland, in Berlin. Ich kenne nur einzelne Restaurants in Chabad, Berlin, Münsterische Straße. Also in Israel natürlich, in Straßburg gibt es eine. Also kann man auch koschere Sushi essen, keine Frage. Wegen die Tuna-Fisch. Kennen Sie die Kontroverse wegen die Tuna? Okay, mit Tuna es ist kaum Probleme mit Kashrut. Es gibt aber viele Probleme mit. Okay, die Geschichte ist folgendes: Die Tuna gibt es 7 oder 8 Arten, verschiedene Tuna-Fische. Kennen Sie? Ja. Die größte Tuna, die sieht man im Discovery Channel auf Fernsehen. Das kann sein 2-3 Meter. Das ist die größte Tuna. Die kleinere Tuna kann sein wie ganz klein, 18 cm. Ja, also gibt es viele verschiedene Tuna-Fische. Die teuerste Tuna-Fisch, das ist die größte. Ja? Die sieht man auf Fernsehen. Die billigste, das ist die kleinste. Und natürlich die mittlerweile. Also zum Machen, die Dinge tut weh, viele Produzenten, sie machen eine Mischung. Das heißt, von teurem Tunafleisch und die billigen Tunafleisch. Und das kommt zusammen. Ja? Also wenn Sie, tatsächlich das Problem, wenn Sie bestellen eine teure Tunafisch im Restaurant, das heißt, das Kilo solche Tunafisch kann 30, 40, 50 Euro kosten. Ja? Sie haben keine Sicherheit, dass Sie bekommen, was haben Sie bestellen. Und nicht die eine Mischung. Ja? Ja, also das heißt, die Probleme ist nur im ökonomisch-wirtschaftlichen Gründen, nicht im Kaschut. Die alle Tuna-Fisch-Arten sind koscher. Alle, auch kleine, auch große. Weil sie haben die zwei Zeichen. Ja? Aber einfach, ich habe keine Sicherheit, was welche Tuna-Fisch eigentlich essen will und konsumieren. Ja, also wegen der Tunafisch, dass diese anstrengende Nehmung, das muss man schauen mit den Augen, die zwei Zeichen existiert nicht. Also kann man tatsächlich ruhig ankaufen, die Tunafischkonserven im Aldi, Lidl. Ja, es kostet billig, aber muss man verstehen, das ist die kleinste Tuna, nicht die größte. Ja. Ja. Doch, alles sind koscher, wegen dem Geschmack, jeder hat seinen eigenen Geschmack. Also gibt es viel Tuna, die ist in Öl, es ist in Ordnung, außer Pesach. Ja, also es geblieb viele, viele Jahre im Öl, 3, 5 Jahre. Also das ist die Formel. Also viel, viel Tuna macht tausende Kilometer. Ja, das heißt, ich kenne einen jüdischen Besitzer von einer Fischfabrik in Marokko. Er sagt mir, ich kaufe die Fische aus Chile, arbeite bei mir und verkaufe nach Australien. Also die ganze Welt. Das ist die Tuna-Fisch. Ja? Also deswegen die Tuna fast immer befinden sich in Öl zum mehrere Jahre ohne Kühlschrank behalten sich. Die jüdische koschere Tunafisch wegen Pesach
mit Koscherstempel, dass es im Wasser. Das ist, um vermeiden dieses Problem mit Pesach. Ja. Also das ist kurz über die Fische. Was noch? Gibt es eine Bräuch, die bekommt zum Gesetz, nicht die Fisch mit Fleisch vermischen. Kennen Sie? Ja, schon mal gehört, ja. Das ist ursprünglich, kommt aus Ungarn. Es ist eine aschkenasische Tradition. Und die Idee ganz gesundheitliche Gründe trägt. Das heißt, die Fische haben vier kleine Knochen. Dann muss man aufpassen, was ist nicht passiert mit dem Fleisch. Ja? Also Fleisch isst man ruhig, die Knochen sind relativ groß. Ja? Und Fisch muss man aufpassen. Deswegen in Ungarn war Tradition getrennt, Fische und Fleisch essen. Das mit, wenn isst man Fisch, sagen wir Karp, ja? Karpion, dann aufpasst man mehr. Ja? Also diese Bräuch bekommt heute ganz weit Geld. Ja. Wieder ist es ein jüdischer Kaschrut. Ja. Es kann sein, für nur Juden muss man nicht verhalten, so, aber wegen der Gesundheit ist es eine gute Idee, aufpassen. Ja. Also das befinde ich gut. Noch eine Bräuch, die sephardische, von sephardischer Tradition von östlichen Juden, essen nicht Fisch mit Milchig. Diese Bräuch ist nicht weitergehend, also Aschkenazim haben das nicht akzeptiert. Also viele essen das zusammen. Östliche Juden, die marokkanische Juden, genau wo befinden sich viele, viele Fische, sie bis heute essen Fisch und Käse getrennt. Okay? Also nur zum Wissen. Ja, das ist mit Fische. Die Fragen? Nee, eigentlich alles klar. Gut, gut, weil mit diesem schwarzen Kaviar. Gut, dann gehen wir weiter. Zum was? Was kommt nach Fisch? In unserer Hierarchie? Was sagen Sie? Die Früchte, Gemüse, kann sein? Insekten? Insekten ist ein ganz wichtiges Thema. Okay, Früchte, Gemüse. Kann man denken, dass was ist? Kein Problem, ja, isst man alles? Vorsichtig. Erstens, wir kommen jetzt, dieses Jahr, Tav Shin Pei Bet 5782 zum Schnat Shmita, siebte Jahr. Kennen Sie? Im Israel. Ja. Also, dieses Jahr, siebte Jahr, Begriff nicht in Europa. Und im Sefer HaChinuch, dass dieses Buch, wo alle 613 Gebote stehen, er schreibt, dieses Gebot für siebte Jahr gilt nur im Heiligen Land, in Israel. Schon in die Klammern, wo ist die Grenze für diese Heilige Land. Verstehen Sie? Mhm. Es beschrieben nicht im Torah, also nicht so klar. Zum Beispiel, viele Teile von Irak, die irakischen Juden verhalten sich, als es ist heiliges Land. Das heißt, Adna Aragadol, bis die große Fluss, bis die Euphratus, das ist heiliges Land. Also die Juden, die gelebt nicht in Bagdad, die Bagdad befindet sich zwischen zwei großen Flüsse. Aber Basra, sie ist auf erster Fluss, auf Prat, Euphratus, und relativ nah zum Israelland.
Also viele irakische Juden hielten diese Stadt als heiliges Land. Also ganze Produktion, auch von Libanon und von diesem Irak-Teil, siebtes Jahr. Verstehen Sie? Mhm. Aber wieder, es ist kontrovers. Es ist keine 100% akzeptierende Antwort. Aber nur erzählen, dass auch die Grenzen von heiliges Land eine gute Frage ist. Es gibt sogar ein Buch über dieses Thema. Aber okay, vergessen. Wenn wir uns kaufen Früchte oder Gemüse bei uns in normalen Supermärkten, muss man aufpassen, weil viel israelische Produktion ist da. Kennen Sie? Und heute, doch. Und heute ist es geschrieben, Herkunftsland, ja, manchmal Spanien und manchmal Israel. Was machen wir mit diesem siebten Jahr? Jetzt. Okay, ich sage eine kurze Antwort. Das klingt problematisch, aber rein halachisch ist es richtig. Wir kaufen nicht israelische Gemüse und Früchte vom siebten Jahr. Ich erkläre warum. In Israel gibt es 7 oder 8 verschiedene halachische Lösungen von diesem siebten Jahr. Okay? Die bekannteste heißt Heter Mechira. Das ist eine Erlaubnis zum Verkaufen von Rabbiner Kook. Also es wird noch bald 100 Jahre von dieser Lösung. Diese Lösung hat befunden, das siebte Jahr gilt nur über die Juden, die bearbeitet seine Erdestück. Wenn es ist eine Arabe oder nicht Jude, dann keine Frage. Also wenn Sie manchmal fahren mit dem Auto und viele Leute stehen, wie bei uns, und verkaufen Mais, ja, viele Araben, du kannst kaufen und gleich essen, auch auf siebte Jahr, weil sie sind Araber. Mhm. So ist nach der Forschung, was heißt dieses siebte Jahr und Details von diesem Gesetz, diesem Verbot. Ja? Also Rabbiner Kook hat organisiert, um nicht zu jüdische junge Landwirtschaft wird stirbt, schon am 20. und 30. Jahre. Er hat die Erde zum einem Jahr verkaufen und dann die Erde bekommt zum arabische oder nicht-jüdische Besatzung. Verstehen Sie? Und dann darf man wieder arbeiten, dem Landstück, und dann konsequent essen die Früchte und Gemüse. Okay? Aber muss man zum diese Lösung dabei sein? Ja? Unterschrieben den Vertrag. Ja, gibt es etwa eine organisierte Lösung bis heute von israelischen Hauptrabbinern? Nur eine Probleme, viele machen das nicht. Und viele jüdische Kibbutzim und Moschawim, sie verkaufen seine Produktion und Ernte nach Ausland. Und diese Früchte und Gemüse, es ist rein ein Verbot von Torah. Die Juden besessen die Erdestu, sie noch arbeiten am siebten Jahr, und verkaufen zum, nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien. Das ist Realität. Ich kenne das. Das ist wirklich so. Das heißt, es ist eine Lösung für die säkulären Juden, die halten gar nichts wegen des siebten Jahres. Aber wenn so, dann konsumieren wir reine Verbot vom Torah. Verstehen Sie? Folgen Sie meine Logik? Das ist das Problem. Ich kenne 2 große israelische Landwirtschaftskonzerne, die verkaufen Millionen Tonnen. Und sie sagten mir direkt, ja, es ist so. Die Leute wollen nicht unterschreiben. Ich habe dazu kein Problem. Noch, wir bekommen Angebote und verkaufen ganz gut nach Europa. Und für die israelischen Leute ist es egal. Siebte Jahr, achte Jahr, 18. Jahr. Für uns, die Leute, die probieren die Torah halten, ist es nicht egal. Deswegen
haben wir keine gute Lösung. Wir können nicht genau trennen zwischen erlaubten und verbotenen Früchten und Gemüse aus Israel-Land am 7. Jahr. Ja, das heißt, wenn Sie fragen, weiß nicht was, im Rewe, Sie haben keine gute Antwort. Von wem? Ursprünglich Israel ja, aber von welchem Kibbutz oder Moschaf? Keine Ahnung. Am besten Fall, Sie schicken euch nach einem Exporteur, Importeur, irgendwo in Deutschland. Und der teilt nicht. Es ist eine kommerzielle Geheimnis. Ja. Auch vielmal dieser Exporteur, Importeur, er hat keine Ahnung. Er bekommt die Produktion von israelischen Agrokonzernen. Nur der weiß. Ja. Der ist dieser und andere Kibbutz von Ramat Golan, der hat nicht unterschrieben, diese Eternifera von Rabbiner Kuk. Also, Beschluss, es ist eine Probleme. Es sind Probleme. Wir haben viele, viele Früchte und Gemüse auf Sissel und am 7. Jahr muss man aufpassen. Ich als Jude, und Sie glauben mich, ich bin ein Israeli, ein zionistischer Rabbi und alles gut, ja. Und am ersten Linie, ich kaufe israelische Produktion, ja. Und so genau pastoriert Talmud, wenn wir haben die gleiche Produktion von den jüdischen Verkäufern und den jüdischen Verkäufern, muss man die jüdischen Verkäufer unterstützen. Nur wenn es die jüdische Verkäufer sagt, okay, du kaufst von mir in jedem Preis, dann 200-300% mehr. Dann geht es nicht. Aber wenn es relativ die gleichen Preise, muss man gewisse Priorität haben. Ja, zum jüdischen oder israelischen Verkäufer. Leider, das funktioniert nicht mit 7. Jahr. Und noch verstehen Sie, dass diese Probleme erwarten sich auch zum teilweise 8. Jahr? Weil viele Produktionen von 7. Jahr geht zum Verkauf am ersten Teil von 8. Jahr. Also wir haben eine rabbinische Bulletin aus Schweiz, ja, ein Rabbiner schreibt der, und er schreibt genau, welche Art von Frucht und Gemüse schon danach Zweifel von 8. Jahr. Das sind viele, viele Dinge, die sind Ernte von 7. Jahr und geht nach Europa am 8. Jahr. Ja, also das ist eine akute Probleme. Ja, also diese ganze 7. Jahr und teilweise 8. Jahr muss man, es tut weh, Aussagen vermeiden von israelischer Produktion. Nur auf Wein, auf die Weinflasche, ist es genau geschrieben, was es mit 7. Jahr. Dann kann man natürlich kaufen, wenn es ist eine halachische Lösung. Und dann zum Beispiel Ozar Beidin, das ist eine gute halachische Lösung. Dann kann man und sogar eine Gebote, eine Mitzwa, unterstützen die jüdisch-israelische Landwirtschaft. Ja? Aber wieder muss man bewusst sein, Probleme gemacht. Ja. Jetzt die große Thema, der heißt Insekten. Was halten Sie davon? Die dürfen nicht in Früchten sein. Deshalb muss man die Früchte untersuchen, oder? Ja, Früchte, Gemüse. Gibt es eine, okay, fangen wir die rabbinische Methode vom eine Legende. Die Legende sagt Folgendes. Im nördlichen Europa, die Insekten, sie sterben. Sie können nicht überleben im kalten Klima. Deswegen ist kein Problem, kann man essen alles. Verstehen Sie, das ist ein Mythos, eine Legende. Es ist nicht wahr. Das heißt, im heißen Lande, das ist noch größere Probleme, im Israel zum Beispiel. Ja? Weil es ist heiß, eine gute reproduktive Umgebung für Insekten, alles gut.
Ja? Aber doch kann man etwa erfunden. Und dann, die jüdische Landwirtschaft hat erfunden etwa viele, viele Gemüse, sind insektenfrei. Zum Beispiel die Kohle. Kennen Sie? Die Salat ohne Insekten. Kennen Sie? Okay. Das heißt Folgendes. Im Gazastreifen vor israelischer Abzug, das war sehr, sehr vögelischer Betrieb, der heißt Gush Katif, das ist der Name. Und sie haben entwickelt viele, viele Gemüse, echt, aber echt ohne Insekten. Es ist natürlich eine künstliche Dinge, das heißt, es vergrößert sich nicht auf die Erde, nicht auf die Gras. Kennen Sie getrennte Landwirtschaft? Das heißt, getrennte ist getrennt von der Erde. Kennen Sie? Also so Hydroponics oder sowas. Ja. Wo das in Gewächshäusern wächst in Nährlösung und nicht in der Erde. Genau. Das ist eine israelische Entwicklung. Mhm. Also, und das ist gut, genau wegen Insekten. Mhm. Ja? Also viele Gemüse wie Salat, Kohl, bald erreichen wir. Ja? Sie hatten geschafft, wirklich ohne Insekten. Aber es ist deutlich teuer. Zweifach teuer. Ja. Okay, mit israelischem Abzug aus Gazastreifen, der Betrieb wurde auch ausgezogen, heute in Israel. Und doch, er produziert bis heute diese Produktion ohne Insekten, auch importiert nach Ausland, aber es ist teurer. Es ist teurer, aber es lohnt sich, es wehrt sich, dieses Geld, um Zeit und Kraft zu sparen. Okay, jetzt Gesundheit. Jetzt grundsätzlich. Wenn wir nehmen eine Kohle, normale Kohle, nicht aus Gush Katif, nicht aus Israel, von uns. Wie macht man diese Kohle koscher? Wegen Insekten, ich meine, nicht wegen 7, 8 Jahren. Durch Aussieben? Muss man diese Kohle, die Blätter trennen, mhm, und geblieben in eine Flüssigkeit. Ah, ja. In Israel gibt es Flüssigkeiten, die essige 3, 5, 7%, die funktionieren ganz, ganz schnell. Das heißt, es ist genug, halbe Stunde, eine Stunde, und du siehst viele, viele Insekten, die laufen in die Flüssigkeit. Wenn wir uns nutzen keine Essig, dann soll eine Wassertopf, etwa so, sagen wir, mindestens 30 Minuten, besser eine Stunde, dann befinden sie auch etwa schwarze Punkte, die bewegen sich. So ist auch im nordischen Europa. Bleiben Sie bei den Insekten, überleben dem Kalten. Umgekehrt, sie befinden eine Flucht in die Kohle. Dort ist es wärmer. Dort ist es besser. Deswegen viele Insekten befinden sich im Kohle. Also muss man verstehen, dass dieses Verbot um Insekten essen nicht, ist ein großes, riesiges Verbot vom Tora. Das heißt, und es ist noch mehr, es betrifft die Noachiden. Organ von Lebendigen. Mhm. Direkte Verbot. Mhm. Das ist eine von 7. Das heißt, wenn wir nehmen einen Insekt, egal welchen, egal wie groß oder klein er, ja, und essen ihn mit dem Kohle, das ist direkte Verbot auch für Noachiden. Also in diesem Punkt, die jüdische Kaschut und die jüdische Kaschut völlig gleich ist. Verstehen Sie mich? Mhm.
100% gleich. Und muss man aufpassen. Muss man aufpassen. Also, ich muss wieder zurück zu meinen biblischen Kühen bewegen mich. Also, wir stoppen uns jetzt. Aber wir gehen weiter nächste Unterricht mit diesen Insekten. Weil muss man tatsächlich viele, viele Gemüse und Früchtearten besprechen. Eins zu eins. Okay? Mhm. Und wie und was macht man? Weil wieder, es ist ein strenges Verbot und betrifft noch jeden genau wie Juden. Genau. Keine Angebote von noch jeden in diesem Bereich. Also es ist ein wichtiger, wirklich, wirklich wichtiger Punkt. Insekten. Und gibt es viele. Gut. Die Fragen? Hey, ich bin gespannt auf nächstes Mal. Dann. Das ist gut. Also bleiben Sie mit uns nach Bewerbung. Unbedingt. Ja, ja, es ist immer gut. Ja. Gut, dann bis nächstes Mal, liebe Leute. Ja, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ja. Und bis nächstes Mal. Jawohl, so ist. Schönen Abend. Ja, ebenfalls. Ja. Tschüss. Gute und Shalom. Shalom.